Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing der Deluxe Box von Saids Album Hood Rich. Sorry, dass ich seinen Namen damals falsch ausgesprochen habe und er mir nicht bekannt war. Naja, ich habe das Ganze mal ein bisschen nachgeholt und mir jetzt seine Musik angehört. Ja, ich habe definitiv etwas verpasst. Dann habe ich mir einfach mal die Box seines letzten Albums gegönnt. Ein paar sind noch da. Die sind ziemlich günstig jetzt. Weit unter 20 €. Link zur Box ist in der Beschreibung. Gönnt ihr euch. So ein cooles Album. Ja, ladet sich illegal runter, kauft und so weiter. Ich weiß, es kommt jetzt natürlich viel zu spät, aber er ging damals etwas an mir vorbei halt. Ja, packen wir die Box mal aus. Link zum Messer in der Beschreibung. So. Schicke Box. Auf Amazon sah das so aus, als wäre das gar keine Box, sondern so eine Pappschachtel. Habe ich mich jetzt gefreut, als sie ankam. So sieht sie aus. Said Hoodrich. Du bist kein Berliner, Hoodie. Und in der Hand scheint er illegale Machenschaften am Laufen zu haben. Sieht aber cool aus, obwohl es sehr, sehr simpel gemacht ist. Also, gefällt mir aber. Kriegen nicht viele hin. Unten nix. Said Hoodrich an der Seite, oben nichts. Und an der Rückseite, was so auf die linke Seite überlappt. Hoodrich auf einem Lebkuchenherz. Sieht doch cool aus. Und der ist bei Groove Attack. Ja. Vertreiben wir alle. Schicke Box, die ziemlich schwer ist. Vollgepackt mit Zeug. T-Shirt, Stoffbeutel, Spielanleitung. Ach, dieses Spiel. So. Autogrammkarte, Instrumentals und CD. Das war die Box. Wie viel habe ich bezahlt? 120 €. Also für den Inhalt gibt es schon mal einen richtig dicken Daumen nach oben. Also das ist krass. Dafür bezahlen ja, lassen ja andere sich 40 € bezahlen. Ja, sehr schön. Gut, mit was fangen wir denn am besten an? Dem T-Shirt. Das geschulte Auge meiner Zuschauer hat es schon erkannt. Fruit of the Loom. Nicht immer nur Gilden Soft Style, sondern mal was anderes. Größe L. Weiß, mal was anderes. Sonst sind die meisten immer schwarz. Und ja. Er hat ein Motiv gewählt, was definitiv das Motiv eines T-Shirts sein sollte. Gefällt mir sehr gut. Hintergrund des Bildes ist weiß. Also sieht das wirklich so aus, als wäre einfach nur das Bild. Das sieht wirklich cool aus. Dann auch der Künstlername. Und der Albumname. Also das ist wirklich ein perfekt gestaltetes T-Shirt für eine Deluxe Box. Gefällt mir sehr gut. Kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ist eben, ja, zwar billiger Fruit of the Loom Mist, aber ja, an sich ein cooles T-Shirt. Gefällt mir. Was zum. Okay. So, dann haben wir hier diesen Stoffbeutel. Na, eben die Spielkarten sind, Würfel und ja, die Spielsteine. Ich werde dieses Spiel jetzt nicht spielen, da das sicherlich den Zeitrahmen überschreitet, aber gucken wir uns mal kurz die Karten an. Na, hier ist eine Lasche, ganz ruhig. So. Mal eine ganz andere Sache. Also der hat hier ein Spiel reingepackt. Mal wirklich was ganz Neues. So. Wie heißt der Titel des ersten HDF von Saida auf Artcore TV? Halt die Fresse. Lol. Wie viele Songs sind auf der YipimiP? 7. Aus wem besteht die Gruppe Bellini Boys? Ja, so. Issa. Wen aus seiner Crew hat Said im Knast kennengelernt? Wie heißt der letzte Song aus dem Zum Leben verurteilt Album? Welche war die allererste Veröffentlichung von mit Said? Alles oder nichts. Wie auch immer. Das ist eine richtig coole Idee. Dass auf sowas Ähnliches noch kein anderer gekommen ist. Also ich weiß, das Kartenspiel war damals bei
Banger Musik, irgendeiner hatte so ein Kartenspiel. Ach, das war hier Summer Jam. Ich glaube mit Hack. Also das war was anderes. Das hier mit den Fragen, ist das auch was Cooles. Also, ja. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, weil ich nicht sehr lange hinter diesem Mann hier stehe. Was sich mittlerweile aber geändert hat. Ja. Sehr coole Idee. Und für Fans perfekt. Gleich zweimal die Spielanleitung, aber nicht schlecht. Da fehlt sie bestimmt wieder jemand anders. Ich habe ja viele Fehler immer in den Boxen, dass so einiges vergessen wurde. Das sagt ihr mir ja erst im Nachhinein. Die Boxen haben die komplett sind. Also anscheinend sind die Leute, die diese Boxen zusammenstellen, ja ein bisschen unfähig. Also, naja. Ich hatte damals bei Massiv zum Beispiel 2 Poster drin oder bei Prinz Pi hat mir das Poster gefehlt oder so. Ach, nee. Ja, das sieht nach Instrumentals aus. Ja. Nice. Cooles Autogramm. Hier sieht man, dass die Unterschrift mit Lust noch gemacht wurde. Sieht nicht so hingeschmordet aus. Anscheinend ist es die Nummer 232. Wer weiß, wie viele er verkauft hat. Da ich dieses Album jetzt so spät gekauft habe, hoffe ich mal nicht, dass ich wirklich... naja, es gibt, es gibt noch 15 auf Amazon. Wenn es jetzt noch 15 mehr gibt, dann hat er 247 verkauft. Das ist nicht gerade viel, der arme Mann. Also, so eine tolle Box, so eine tolle Idee. Naja, meistens die am meisten drauf haben und die besten Sachen machen, haben immer den unverdientesten, nicht vorhandenen Hype. Ist ja wirklich so. Naja. Ah, so funktioniert das dann anscheinend. Spielanleitung, mal kurz einen Blick reinwerfen. Ja, dann beantwortet man halt die Fragen und so, rückt dann weiter. Knast, Hoodridge, Fragenkarten, ein klassischer Würfel halt und die Spielfiguren. Sehr coole Sache. Ja. Was soll ich da noch zu sagen? Gönnt euch die Box. Für was kostet die 17,99 oder so? Macht man hier nichts falsch, verdammt. Also das ist. Puh, also das ist richtig cool. T-Shirt natürlich. Dann Instrumentals, CD. Achso, die haben wir gar nicht angeguckt. Oh. Schon wieder vergessen. Das ist jedes Mal dasselbe. Ich wäre verrückt. Ja, dann die CD. Also die Box ist echt knapper. Für das Geld. Ja. Okay, das ist jetzt eher nicht so der Inhalt eines Booklets, den ich mir wünsche, aber okay. Ja. Er liest sich das schon durch. Wobei ich auch. Es wäre schon cool, wenn mein Name hier stehen würde, so ist es nicht. Naja. So. Hoodridge CD. Ne, das sind die Instrumentals. Bin ich bescheuert? Was ist denn das? Steht doch nirgends. Das sind wahrscheinlich ist eine Zusatz-EP. Steinigt mich, dass ich es nicht weiß. Sehr cool, also Instrumental CD und noch eine EP dazu. Hier sind ja nochmal einige Lieder drauf. Raf Kamora Herzog. Nie schlecht. Und ja, auf der CD an sich sind 16 Tracks, was auch nicht gerade wenig ist. Also, hier bekommt man eine Menge Musik, hier bekommt man eine Menge Zeug. Ihr seht schon, was hier alles rumliegt, ist in vielen Boxen die 30 oder 40 Euro kosten nicht drin. Ein mega korrektes Album. Superbox. Hab selten so den Grund zu loben. Wie hier. Ja, gönnt ihr euch auf jeden Fall. Wenn ihr die Mucke feiert. Und ja, wer ein bisschen Hintergrundwissen hat über den guten Mann, der wird auch Spaß mit diesem Spiel haben. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.